Die Flucht ist natürlich immer mit einem Risiko verbunden. Es sind ja hier bei der Flucht damals, zu der Zeit, als die Mauer hier errichtet wurde, viele Menschen auch dabei umgekommen. Und heute hat man ja wieder Flüchtlinge, die übers Mittelmeer in fürchterlichen Schlauchbooten fahren, die dabei sterben. Also irgendwie die Boote sind völlig überlastet, überfüllt. Und Flucht ist immer ein Risiko. Manchmal muss ich zu Fuß laufen, manchmal mit einem großen Auto oder manchmal mit einem kleinen Auto. In einem PKW waren wir zwischen unterwegs. 15 Leute in einem PKW. Das war wirklich schwer und wir mussten das machen. Wir hatten keine andere Wahl. Mein Name ist Hasib Amani. Ich bin von Afghanistan nach Deutschland geflüchtet, weil Afghanistan für mich war nicht sicher. Mein Name ist Manfred Rosenheit. Ich bin von Ostberlin nach Westberlin geflüchtet, weil am 13. August 1961 die Grenzen abgesperrt wurden und später hat sich das ja dann zu einer Mauer entwickelt. Vier Monate konnte ich nicht zur Schule gehen und ich hatte keine andere Wahl. Ich konnte nicht Fußball spielen gehen, ich konnte nicht auf die Straße gehen. Ich war jede Minute und jede Stunde in Gefahr. Und deswegen, ich musste mich entscheiden. Mein Vater und meine Mutter haben mir gesagt, du musst entscheiden. Wir wollen nicht dich schicken. Du hast keine andere Wahl. Wenn du hier bist, du bist immer in Gefahr. Meine Mutter war im Garten, sie saß da und die hatte da irgendwie so ein bisschen Hausarbeiten gemacht. Und ich habe gesagt, du Mutti, ich gehe jetzt, ich lasse mich hier nicht einsperren. Und das war schon schlimm. Und sie hat dann auch geweint und ich bin dann auch schnell weggegangen, sonst hätte ich na ja auch noch geweint. Meine Mutter und meine Schwesterin, mein Bruder hat geweint, ich habe auch. Und ja, ich hatte keine andere Wahl. Und für mich war das also existenzbedrohend, dass ich plötzlich in Ostberlin noch war, aber ich konnte nicht mehr nach Westberlin zu meinem Arbeitgeber. Damals hatte ich einen Motorroller und bin mit dem Motorroller zur Grenze gefahren. Und da habe ich gesehen, dass dort schon überall diese Stacheldrahtzäune langsam aufgebaut wurden. Aber es war trotzdem alles noch unspektakulär. Also es waren keine Soldaten an der Stelle. Ich musste nicht Angst haben, dass sie mich erschießen. Es war alles recht problemlos in dem Moment. Damals war Winter. Glaube ich, morgen früh bin ich nach Berlin angekommen. Am Anfang für mich war wirklich schwer, die Leute kennengelernt. Ich konnte überhaupt nicht die Sprache und ich wusste überhaupt nicht über die Kultur und so. Ich hatte wirklich viele Probleme in Herzheim. Wir konnten nicht dort einfach kochen. Wir kriegen zum Beispiel, wir brauchten Shampoo und so weiter. Wir kriegten nicht. Ja, es war ein bisschen schwer damals. Immer zum Beispiel im Frühstück, im Abend. Ja, Frühstück, Mittag und am Abend, wir hatten immer Marmelade und Butter und so weiter gegessen. Wir waren in einem Zimmer vier Leute und wir hatten damals kein Bett. Wir hatten nur ein Matratze mit einem Decke und mit einem Kissen. Und ich konnte überhaupt nicht von diesem Heim bis von Heim bis Deutschkurs waren. Wir brauchten Fahrkart, wir kriegten nicht Fahrkart. Und ja, das war ein bisschen schwer wegen Fahrkart. Und wir hatten zum Beispiel damals kein Geld. Wir kriegten nur am Tag 1 Euro. Ich hatte das erste Mal Glück, eine Wohnung zu finden in Kreuzberg. Wir sind fast an der Spree. Da war ich selbstständig, hatte meine Bude, die war groß. Ein Zimmer hatte 30 Quadratmeter sogar. Die Miete kostete damals in Westberlin noch 50 oder 60 D-Mark.
Und da habe ich auch dann meine Stereoanlage aufgebaut und da habe ich Fäden gemacht und Party gemacht. Da konnte man noch laut sein. Ja, das war eine gute Erinnerung, wenn auch die Wohngegend nicht so interessant war. Aber heute ist die Gegend hip. Heute wollen sie alle in Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain oder Mitte wohnen. Ja, und das war, wie gesagt, eine wunderbare Zeit. Aber Wohnungen in dieser Zeit war so schwierig, kann man sagen, wie heute. Heute kommen immer mehr neue Leute nach Berlin. Die wollen alle in Berlin wohnen. Jeder findet Berlin interessant. Und heute eine Wohnung, die bezahlbar ist, zu finden, ist sehr, sehr schwer geworden. Mit 60 konnte meine Mutter dann auch mich in West-Berlin besuchen. Weil wir haben immer gesagt, naja, wenn die alten Rentner, wenn die 60 sind, dann hat der Staat kein Interesse mehr. Und wenn die nach West-Berlin fahren und die bleiben da, dann ist uns auch egal, müssen wir keine Rente bezahlen. Eine Seite bin ich hier so glücklich und andere Seite. Und ich denke immer an meine Familie. Und ohne Familie, ich habe nicht wirklich ein gutes Gefühl. Ich muss hier wohnen. Ich hatte keine andere Wahl. Berlin ist für mich einfach das Leben. Ich bin in Berlin geboren und ich werde in Berlin sicherlich auch sterben. Die Stadt ist mir wirklich besonders, wegen der verschiedenen Kultur. Und man hat viele Möglichkeiten zum Leben. Wenn ich in der Schule gut bin, ich bin schon glücklich, wenn ich manche Thema, wenn ich die in der Schule nicht verstehe, dann ist es für mich schwer. Und wenn ich eine schlechte Nachricht von Afghanistan bekomme, wenn ich zum Beispiel, wenn ich rede mit meiner Mutter, sie weint, zum Beispiel, wenn sie weine, dann meine Laune wird schlecht. Eigentlich, ich bin hier glücklich in Berlin. Mein Name ist Manfred Rosenheit und ich lebe in Berlin. Mein Name ist Hasib Amani und ich lebe in Berlin.